Ja, Leute, wir hatten ja ein tolles Gewinnspiel in meinem letzten Video am Fluss, am Mini-Fluss, schöne Fische gefangen. Da haben sich viele von euch beteiligt. Vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare. Ich habe versucht, so möglichst wie viel zu beantworten. Aber jetzt kommen wir zur Verlosung. Das machen wir per Zufallsgenerator. Und das seht ihr jetzt. Und dann geht's weiter auf dicke Barsche. Bleibt dran! Hallo Leute, Click-Drop-Shot auf Raubfische. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr in diesem Video mit allen drum und dran. Und ich bin hier in einem tollen Gewässer und ich bin sowas von aufgeregt und ich muss erstmal jetzt einen Wurf machen und dann erkläre ich euch alles weitere. Ohoho. So, ich lasse die Montage jetzt hier absinken. Es ist ein bisschen kalt, ihr seht das, ich bin warm angezogen. Und jetzt hat schon Klick gemacht. Jetzt ist er, das ist der Trick. Klick, Dropshot. Und wenn hier einer beißt, Leute, der nagelt hier sowas von rein. Fisch, Fisch! Oh, und wie der ist reingebandet, Leute! Ihr könnt euch das nicht vorstellen! Endstand, Endstand! Und ich muss jetzt hart drillen. Hier ist die Kante. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Das kann ein richtig guter Fisch sein. Boah! Mit dem ersten Wurf, das gibt's doch nicht, Leute! Wahnsinn! Und jetzt geht er nach rechts rüber. Oh, oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Ich muss ein bisschen rausgehen. Und ein bisschen Druck machen, natürlich, richtig Druck machen. Schöner Fisch. Ein großer Barsch. Und was für ein Barsch. Mensch, du. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, auf den Klick. Und was für ein Fisch. Hier ist er. Mensch, Wahnsinn. Und wie das alles funktioniert. Klick, Dropshot. Auf diese fetten Barsche seht ihr in diesem Film. Bleibt dran. Leute, auf den neuen Insta-Hook hier und was für ein Barsch mit Gamagatsu-Haken, die neuen Krebse. Leute, guckt euch diesen Barsch mal an beim ersten Wurf Endstand. Und den werden wir jetzt erstmal messen. Dazu habe ich hier mein Maßband, die Abhackmatte, alles drauf. Und jetzt legen wir ihn mal schön hier hin und gucken mal. Was das ist, das ein toller Fisch. Leute, guckt euch das mal an. Guck mal, der hat über 50, also locker über, das ist ein 51 cm Barsch. Also das ist schon Endstand. Und wie das Ganze funktioniert mit dem Click-Drop-Shot, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Also bleibt dran und jetzt lassen wir ihn erstmal frei. So Leute, und jetzt zeige ich euch die Führung im Detail. Dazu werft ihr das Ganze einmal aus und lasst jetzt den Insta-Hook schön absinken. Und der Insta-Hook ist ja sehr weich und er sieht im Wasser richtig lebendig aus, wie so ein echter Krebs. Das ist eigentlich sein Geheimnis. Und ich lasse ihn jetzt einfach am Gewässergrund abtaumeln und beim Dropshotten kann man sich wirklich Zeit nehmen. Die Führung, gerade im Winter, ist ultra, ultra langsam. Ja? Ich nehme jetzt Kontakt auf und fühle erstmal ganz kurz den Insta-Crow ein bisschen an. Und jetzt ist es so, dass durch diese Klickmontage ich jetzt ein bisschen
ein bisschen die Klickmontage anschicke. Ich möchte einfach diesen Klick haben, dass die Fische umherum, die Raubfische, das mitbekommen. Das geht ja wie so ein Impuls durchs Wasser. Und die Fische kommen sofort hin und gucken, sind neugierig. Gerade Barsche sind ja richtig neugierige Räuber. Und jetzt drehe ich wieder ganz langsam. Also ich zuppel, lasse ihn ein bisschen stehen. Ganz langsam. Drehe wieder ein bisschen auf. Man kann sich Zeit nehmen. Zuppel wieder ein bisschen. Der macht unter Wasser richtig viele Bewegungen. Das ist der Vorteil auch mit der Dropshot-Route, das wirklich auch zu machen. Und wenn ihr nach 2 Metern, 2,5 Metern keinen Biss bekommt, dann könnt ihr wieder einfach ein bisschen kräftiger das Ganze anschicken, um einfach auch wieder den Impuls zu geben, damit das Bullet weit richtig auf diese Glasbälle raufballert und dieses Klick erzeugt. Also ihr sucht praktisch das Wasser wie so ein Radar ab. Super, ultra interessant. Und glaubt es mir, Leute, der Biss kommt. Ihr müsst nur langsam führen. Da muss man sich ein bisschen zu zwingen, das muss ich ehrlich sagen. Das fällt mir manchmal auch nicht so einfach. Aber das ist wirklich ultra. Diese langsame Führung ist wirklich Wahnsinn. Und wenn ihr die Geduld dazu nicht habt oder ihr wollt mal die Führung ein bisschen ändern, könnt ihr es auch so machen, dass ihr vielleicht auch ein bisschen zur Seite geht, einfach mit der Rute und einfach ein bisschen langsam reindreht. Ihr schleift sozusagen den Insta-Hook über dem... Leute, boah, guck dir das an, du! Mann, ist der reingeballert! Puh, Wahnsinn! Und macht das wirklich auch, Leute, ihr seht das hier. Oh, Leute, guckt euch diesen Fisch an. Und der hat ihn ja voll genommen, den neuen Krebs. Wieder ein schöner Barsch. Was für ein Prachtbarsch. Wahnsinn. Leute, guckt euch diesen tollen Barsch an mit der Dropshot-Montage. Und auch mir fiel anfangs diese langsame Führung schwer. Macht es einfach. Vertraut der Methode, vertraut dem Köder. Und ich sage euch, ihr habt wirklich könnt tolle, tolle Fische fangen. Und dieser Barsch ist wirklich Beweis genug. Und den werden wir jetzt erstmal messen. Also sowas Schönes. Oh, herrlich. Hat ihn auch voll inhaliert. Wahnsinn. Was für ein toller Fisch. Leute, und... der Insta-Hook hier vorne, guckt euch das an, den hat er sich voll rein inhaliert und ihr seht das schon, wie weich dieser Insta-Hook ist. Also lebendiger kann ein Kunstköderkrebs im Wasser nicht aussehen, das sage ich euch und den werden wir jetzt erstmal schön messen. So, jetzt messen wir den Fisch einmal, ein wunderschöner Barsch. Also hier ein bisschen ran und... ich bin ja auch der Verfechter davon, um den Pferd zu messen. Also er hat knapp 40, also 39,7 würde ich jetzt so sagen. Ein toller Fisch und der hat auch die Freiheit wieder verdient. Leute, was ein verrückter Tag. Ich mache den ersten Wurf. Ich will euch die Klick-Drop-Shot-Montage zeigen. Und da knallt gleich so ein 51er Barsch drauf. Mann, das ist Endstand. Aber ich nehme jetzt die Zeit für euch, um euch das Ganze mal zu zeigen, wie die Montage gebaut wird, was wichtig ist, was für eine Route ihr nehmen solltet. Und ich fange auch gleich mit der Route an, weil eine Route ist wirklich extrem wichtig. Ich werde häufig gefragt, Jan, kannst du mir eine Dropshot-Route empfehlen? Eins kann ich euch empfehlen, kauft euch eine Dropshot-Route. Das ist wirklich wichtig. Warum? Weil diese Route eine extrem weiche Spitze hat und dadurch das Blei, das Gewicht, gezwungen wird, am Grund zu bleiben. Das ist der Trick. Also wenn diese weiche Spitze verzeiht es einfach, dass ihr das Gewicht vom Boden zu früh abhebt. Das darf niemals passieren. Ihr müsst also immer direkten Kontakt zum Gewicht haben. Das Einzige bei der Klick-Dropshot-Montage ist, dass ihr es einmal kurz anschickt und dann dieses Klicken hört und spürt. Das ist erlaubt. In diesem Fall ja, aber ansonsten bleibt ihr bitte immer am Grund mit dem Gewicht. Und das kann wirklich nur eine Dropshot-Route. Zu der Route benötigt ihr auch eine Angelrolle. In dem Fall, ich fische ganz gerne die SP1, das ist die 2000er Größe. Das Besondere an der Rolle ist, sie hat eine ganz weich einstellbare Rollenbremse. Und schaut einfach mal, wenn ihr Interesse habt, in unsere Videobeschreibung, da findet ihr alle Informationen zu den vorgestellten Geräten. Und jetzt geht's zu der Klick-Dropshot-Montage.
Ich habe bereits mein Fluorocarbon-Vorfach mit einem doppelten Grinnerknoten an die geflochtene Schnur verbunden. Das Ganze könnt ihr sehen in meinem Knoten-Tutorial, wie das Ganze funktioniert. Und die Fluorocarbon-Schnur ist circa jetzt 1,50 Meter, 1,80 Meter lang. Entscheidend ist natürlich dann, welcher Abstand das Gewicht zum Haken ihr wählt, ja, welchen ihr wählen wollt. Jetzt nehme ich die Fluorocarbon-Schnur und stecke diese durch das Öhr vom Haken. Und dabei ist wichtig, dass ihr den Dropshot-Haken verkehrt rum aufzieht. Warum, sage ich gleich. Und jetzt zieht ihr praktisch so ein bisschen weiter ruhig den Haken aufs Vorfach rauf. Warum ein bisschen weiter? Weil ihr ja den Abstand auch einstellen müsst, dann vielleicht auch zu eurem Gewicht. Und jetzt macht ihr, das ist nämlich der Trick dabei, ihr macht jetzt eine Schlaufe und ihr seht das, der Dropshot-Haken, der dreht sich jetzt in die richtige Richtung. Und ihr könnt hier die Mittelfinger durchstecken und hättet jetzt praktisch zwei parallele Schnüre. Und jetzt müsst ihr nur eins machen, ihr müsst diese beiden Schnüre miteinander verdrehen sozusagen und das Ganze fünfmal. 3, 4, 5. Jetzt kann man das ein bisschen enger ziehen noch. Dann haut das nicht ab. So. Und jetzt muss praktisch dieser Haken hier durch dieses Auge, was entstanden ist. Und dazu gehe ich jetzt hier einmal durch. Aber den Haken nicht ganz durchstecken, sondern so, dass der Knoten wirklich auf dem Schenkel ist. Und jetzt zieht ihr ein bisschen fest. Ich halte es jetzt ein bisschen fest hier auch so. Ich mache es extra langsam für euch, damit ihr das wirklich auch sehen könnt. So. So. Und fertig ist der Dropshot-Haken. Das war jetzt der Standard-Dropshot-Haken und ihr seht schön auf meiner Hand, es gibt noch andere Variationen. Hat natürlich auch damit zu tun, wie groß eure Köder sind. Ich habe hier zum Beispiel auch einen Dropshot-Haken, der ist dann schon an so einem Wirbel montiert sozusagen. Und hier könnt ihr dann direkt die Schnur einschlaufen und damit den Abstand zum Blei wählen und auch verschieben, verstellen. Das Gute ist bei dem Haken, dass er wirklich frei beweglich ist und wird auch sehr gerne vom Bootsanglern benutzt. Kann man natürlich auch dementsprechend vom Ufer einsetzen. Dann habe ich hier einen Haken, das ist ein Offset-Haken, auch zum Dropshot-Angeln sehr ideal dann, wenn ihr zum Beispiel Kraut habt oder so, könnt ihr den Haken einsetzen. Auch wenn der Köder ein bisschen größer ist, ist es ideal. Der wird ja dann in dem Köder praktisch versteckt. Und bei diesem Haken haben wir eine Besonderheit, er hat klassisch genau die 90 Grad, was sehr gut ist zum Dropshot-Angeln. Ihr braucht die Schnur hier durch das Auge ziehen, dann hier entlang, dem Kiel entlang und dann einmal hier durch, das kleine Kunststoffröhrchen und dann klemmt ihr praktisch die Schnur hier an dem Haken fest. Dadurch könnt ihr die Höhe auf dem Haken, den Abstand vom Blei verstellen und ihr könnt das auch, und das ist das wirklich das Besondere, ihr könnt das sogar mit einem Stahlvorfach machen, was sehr gut ist, gerade bei hechtlastigen Gewässern. Nicht, dass der Hecht euch dann das Fluorocarbon durchbeißt. Also mit Stahl funktioniert Dropshot auch wunderbar. Und wer gar keine Lust zum Knoten hat, da gibt es von Freestyle ein tolles System, wo man wirklich den Haken mit so einer Art Stoppersystem befestigen kann. Und hier sind gleich ein paar kleine Gewichte mit bei. Und auf der Rückseite ist alles genau erklärt. Ihr seht das hier schon auf dieser Grafik. Hier sind es praktisch diese beiden Stopper, sage ich mal dazu, wo dann der Haken, der Dropshot-Haken einfach fixiert wird. Und diese Stopper kann man natürlich dann dementsprechend auch verstellen in der Höhe. Ein wirklich tolles Tool. Schaut euch das mal einfach im Fachgeschäft an. Finde ich richtig klasse. So Leute, und jetzt kommt das Wichtigste. Klick-Dropshot, die Montage. Und dazu habe ich jetzt hier auf meiner Hand einige Gewichte schon hingelegt. Ihr seht das hier, das sind Tungstengewichte. Die haben verschiedene Färbung. Einmal was Helleres, Oliv und auch was Dunkles. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie
das, wie euer Gewässer beschaffen ist. Habt ihr einen hellen Untergrund, nehmt ihr dementsprechend das helle Bullet. Habt ihr einen dunklen Untergrund, das dunkle oder Olive oder schwarz, die schwarze Bullet. Und was auch wichtig ist, natürlich die Glasperle hier. Diese Glasperle, weil die erzeugt nach im Endeffekt das Klicken. Dazu auch ein paar Gummistopper. Und das werde ich euch gleich zeigen. Als erstes nehmen wir uns einfach ein Bulletweight. Dann hier Tungsten ist ein bisschen von der Dichte, also dichter wie Blei im Verhältnis. Und dadurch, wenn man die beiden Größen vergleicht, deutlich schwerer. Und das erzeugt auch diesen prägnanten Klick. Ja? Und ich nehme ein Bulletweight und fädel das einfach hier durch. Und die Fluorocarbon einmal hier durch. Zack, das ist ja ziemlich easy. Und jetzt kommt die Perle, die Glasperle und die auch hier durch. So, am Ende. Na, muss man natürlich auch treffen. So, hier durch. Und als nächstes, wenn man das Ganze nicht abhaut, dafür benutze ich dann diese Gummistopper. Und die sind hier schon drauf auf so einen Drahtarm praktisch. Ne? Schon vormontiert, die gibt es ja so im Fachgeschäft auch zu kaufen. Und hier geht ihr einfach durch. Ein Drahtarm durch. Also ihr könnt einen Gummistopper raufziehen. Wenn ihr ein bisschen höhere Gewichte fischt, würde ich auch empfehlen, auch sogar zwei raufzuziehen. Die kosten nicht die Welt. Zieht die hier rauf und dann habt ihr praktisch jetzt schon den Stopper praktisch drauf. Und damit der Stopper auch nicht abhaut im Endeffekt, braucht ihr jetzt nur noch einen Knoten machen. Und zwar mache ich dann einen Achterknoten. In der Regel reicht das. Ihr könnt auch einen doppelten Achter machen, aber ein Achterknoten hält schon ganz gut. Und jetzt kann der Stopper auch wirklich nicht mehr runterrutschen. Ja? Und ihr habt jetzt hier das Bullet drauf mit der Glasperle und man hört und sieht den Effekt. Also das ist wirklich schon toll. Und jetzt könnt ihr natürlich dementsprechend den Stopper auch verstellen. Das heißt, ihr bestimmt dann, wie tief euer Köder eigentlich läuft oder wie tief das Blei ist. Blei ist so immer auf dem Grund, aber wie der Abstand dann vom Haken zum Bulletweight ist. Also das ist wirklich eine ganz tolle, raffinierte Methode. Und hier dieses Klick hier, das ist wirklich fantastisch. Also probiert das wirklich mal aus. Klick-Dropshot auf Raubfische. Das funktioniert tadellos. So Leute, und jetzt, ich bin wieder so heiß, wie ich habe jetzt hier ein paar Sachen gezeigt. So, ich zeige euch jetzt nochmal einen wandernden Köder und dann gehe ich nochmal ans Wasser. Dann machen wir noch ein, zwei Würfe und vielleicht beißt nochmal ein Fisch. Also ich bin jetzt so motiviert, der erste Wurf gleich so ein über 50er Barsch. Also das seht ihr gleich. Also bleibt dran, hier ist auf jeden Fall spannend. So, ein paar Köder zeige ich euch gleich nochmal. Ein paar schöne Köder. Leute, ich bin am Spot und wieder so aufgeregt, herrlich. Und jetzt habe ich mir, Leute, ich habe mir ein paar Insta-Core natürlich eingepackt hier ohne Ende. Und ihr seht das hier, man nimmt ja auch so viel mit hier. Ein paar Würmer sind natürlich auch dabei. Und es gibt ja in verschiedenen Farben. Und manchmal ist es so, ich kann mich manchmal gar nicht entscheiden, welche ich denn überhaupt nehme. Also vorne hat ja ein größerer gefangen. Und ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal einen ganz kleinen drauf. Ich will einfach mal probieren. Vielleicht fange ich noch einen kleinen Barsch, das wäre auch schön. Würde ich mich drüber freuen. Und so ein kleiner Krebs hier, so ein Insta-Core, der sieht gut aus. Also die Farbe auch mit diesem rötlichen hier und so weiter, das finde ich schon ganz nice. Und den mache ich jetzt ran. Und den mache ich jetzt Nosehooking ran, also vorne. Wirklich nur einmal hier ein bisschen durch. Das reicht völlig aus. Und zack. Oh, Leute, sieht das lecker aus. Ich mache gleich einen Wurf. Vielleicht passiert gleich noch was. So. Schön absinken lassen, bis er einmal aufkommt. Das dauert ein bisschen jetzt. Ja. Einmal ein bisschen anschicken, klick, klack, wie ich gemerkt. Und jetzt wirklich ein bisschen zuppeln, ruhig ein bisschen stehen lassen. Das ist im Winter halt so, man muss ein bisschen langsamer führen. Das ist so, man muss sich dazu echt zwingen, auch ein bisschen Pause zu machen. Und das fällt mir manchmal auch schwer. Ja?
Aber probiert das einfach mal aus. Und ich sage euch, das knallt hundertprozentig. Diese Instacore ist wirklich richtig gut. Ich hab verstanden, da ist er reingestiegen, willst du? Ich dachte erst mal, was ist denn das? Oh, jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich ihn schnell hoch. Oh, ist das ein Fisch? Oh, los, wo geht du? Leute, das gibt's ja gar nicht. Oh, Wahnsinn! Wahnsinn hier, du! Ich muss ein bisschen Druck machen. Ist ein Barsch. Merke ich richtig, ist ein Barsch. Also geht richtig mit. Und das ist natürlich auch das Schöne an der Dropshot-Route. Die verzeiht natürlich auch, das ist echt gut. Die ist ein bisschen weicher und gerade bei großen Barschen perfekt. Oh, wow, 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 wow. Das macht Laune. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Macht das Spaß. Und jetzt zwinge ich ihn hier ein bisschen rum. Ich muss ein bisschen zur Seite gehen, weil er zieht jetzt hier an die Seite ran. Mensch, du. Oh, schöner Barsch. Großer Barsch. Großer Barsch. Kescher. Schöner Barsch. Was für ein toller Barsch, Leute. Guckt euch diesen Barsch mal an. Hier, Wahnsinn. Ein Barsch hier. Probiert das Kick-Dropshot unbedingt ein. Das Click-Dropshot. Probiert das Click-Dropshot unbedingt aus. Also, ihr seht das hier. Wahnsinn. Was für ein toller Fisch. Oh, herrlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da. Schaut auch mal bei Sport Deutschland vorbei. Ja, abonniert den Kanal. Abonniert unseren Kanal. Lasst ein Like da. Schöne Grüße. Und denkt immer dran. Zeit ist Fisch. Bis dann, euer Jan. So, jetzt messen wir den Fisch nochmal. Wahnsinn.